Ich muss dir mal kurz die Kamera geben. Guckt euch das an, diesen Prachtkörper, ne? Den muss man mitnehmen. Das hätte ich damals gebraucht. Als Wrestler, als ich noch in der HWW und der SWA aktiv war, hätte ich jeden fertig gemacht, ich sage dir. Vielleicht kommt's ja in der nächsten. Ich bin so gehypt, ich glaube, ich muss den Fummel jetzt einfach mitnehmen. Jetzt wird man erleuchtet. So, fix nochmal im Rewe angehalten, noch ein paar Bierchen geholt, noch was zu trinken, Paula an der Spezi, alles dabei. Und jetzt suchen wir mal einen. Sind wir schon da? Ja, nee, naja, nee, doch, passt doch. Also erstmal austreten, dann zum Raid, dann Mittag, dann alles gut getimed. Oh mein Gott, wo sind wir jetzt? Wo sind die Toiletten? Such! Such. Nächstes, wir müssen noch mal eins machen. Ah, wieder zurück und wieder raus und wieder. Ah. Flasche Wodka, Red, Fuschkin in der Ecke. Stell denn das Ding da nicht. Ach ja, da wird wohl heimlich bei der Arbeit getrunken. Natürlich nicht. So, guck. So machst du das. Bam. So, immer freundlich, immer nett, alles super. Ich glaube, man hätte da noch nicht mal was bezahlen müssen. Man hätte da noch nicht mal was bezahlen müssen, da stand nämlich gar kein Schild und nichts. Aber als wir gerade auf der Toilette waren und die Schwengel rausholen wollten, war die Dame noch da am Putzen und hat so freundlich Hallo gesagt. Deswegen haben wir gerne auch mal einen Euro dagelassen. Was mich ganz besonders traurig macht, auf der Toilette eben, stand einfach eine Wodkaflasche in der Ecke. Und jeder weiß, was das bedeutet. Jemand hat sein ganzes Erspartes zusammengekratzt, um eine Flasche Wodka Gorbatschow, Red, Barry zu kaufen. Ist dann einmal fix auf die Toilette, fällt ins Klo, wird weggebracht und jetzt steht die Flasche da alleine. Und der liegt bestimmt jetzt irgendwo im Krankenhaus und denkt sich, oh mein Gott, ein Wodka. Eine Schweigeminute für den Wodka und wir gehen raus, suchen den Raid und dann geht's natürlich weiter. Und beim ISWO gibt's an jeder Ecke was zu sehen. Hier gibt's sogar die Fritti Bar, da könnt ihr euch dick Pommes holen, normal, groß oder mega. Mit verschiedenen Soßen. Ketchup, Samurai, Yoppie-Soße, Surcream, Asia-Süß-Sauer, Curry-Ketchup, Curry-Ketchup-Chili, Barbecue, Schafskäsecreme, Cocktailsoße, Andalus, Curry-Mango, Smoky, Bacon-Nays, Firecracker. Also eine Riesenauswahl wirklich an verschiedenen Dingen. Richtig genial. Aber wir haben ja keine Zeit. Wir müssen erstmal weiter und den Raid machen. Vielleicht kommen wir dann irgendwann nochmal hierher. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, gleich mal mitgenommen. Das kann man da gut zusammenschneiden mit diesem anderen Beat, den ich sonst immer hatte. Deswegen steht er auch hier. Mann, ist der Tiefmann, wa? Ja. Nicht viel Mann, Tiefmann. Und was noch schöner ist, ist der Brunnen. Guck. Guck dir mal den Brunnen an, Bruder.
okay, wir müssen schnell weiter, weil der eine hat schon das Messer gezückt und der andere mit Pfefferspray und so. Und dann kamen noch 10 andere und jetzt Massenschlägerei. 2 sind schon tot. Polizei also, macht Foto. Und dann wird noch Foto gemacht. Also tue ich Facebook. Gute Nacht. So, jetzt am Brunnen angekommen, haben wir natürlich erstmal den Raid gemacht. Der nette Mann im Hintergrund hat uns natürlich mitgeholfen. Kein Problem. Der Dicke ist wohl, steht noch da. Wir gucken mal kurz rüber, wie das aussieht. Das Bierchen darf nicht fehlen und hier liegen sie alle. 17, 17, 7, 17, 13, 17, 32, 17, 8, 17 und nochmal 16, 92. Da gucken sie, ne? Jetzt noch schnell fangen, dann müssen wir aber gucken, dass wir trotzdem weiterkommen, denn dann geht's schon bald auf zur Biermesse, sage ich mal. Ja, das Handwerkerbier probieren und so, aber wenn wir jetzt schon so viel trinken, merkt man nachher eh nichts mehr. Digga, die sind ja gelb. Was war da denn los? Man weiß es nicht, aber wir gehen mal zurück zum Isro und schauen noch mal in seinen Beutel, wo er seinen Schlüpfer gelagert hat. So, wir sind jetzt auf jeden Fall im Zug angekommen, ne? Auf dem Weg nach Karlsruhe. Der Dicke ist auch da, der ist schon wieder voll Depri. Aber damit es ihm gleich besser geht, gibt es jetzt erstmal Spezi, denn das steht hier. Da feiert er immer, wenn es Spezi gibt. Nein, Paulaner Spezi. Ja klar, Paulaner Spezi, denn Spezi ist Spitze. Aber das war ja nicht von Paulaner. Aber jetzt muss ich mal Akku sparen, sonst kann ich die Biermesse nicht mehr filmen. Deswegen denke ich, war's das für heute. Wenn wir dort angekommen sind, sage ich noch kurz Hallo und Tschüss. Und das andere kommt dann in einem extra Video direkt. Was ging dort ab und wie viel Bier gab's da? Und wer ist zuerst hingefallen? Wer hat gekotzt? Seht ihr dann alles im nächsten Video. Er gönnt sich auf jeden Fall jetzt hier erstmal. Ich brauch Salz. Zeig das mal. Salz, da musst du noch mal vor, wenn du Salz magst. Aber lass dir deine Pommes schmecken. Ich hab mir mal hier irgendwie so, keine Ahnung, was auch immer. Double Cheeseburger. Und irgendwo müsste dann noch ein Chili Cheeseburger sein und ein Hot Salsa Burger oder so. Keine Ahnung. Aber erstmal reinhauen und nachher. Ich glaube, das war's eigentlich für heute, oder? Nee, wenn wir dort angekommen sind auf dem Gelände, melden wir uns nochmal ganz kurz zurück und machen dann endlich die Biermesse in einer extra Folge. So. Guck mal die ganzen Fahrräder. Ja, guck mal da hin. Guck mal da hin, die ganzen Fahrräder. Toll. Alles gut? Das war gar nicht realistisch. Oh Mann. Ja, wenn ihr also mal ein Fahrrad braucht, ne? Aber eben ist er noch voll ausgerastet. Nee. Guck mal da hin, guck mal da. Und ist er total. Und jetzt steht er da und hört sich an wie so eine. Nein. Aber was ich noch lustiger finde, ist der hier. Den wollen wir euch nämlich auch mal zeigen, ne? Das fand ich interessant. Das habe ich so noch nicht gesehen. Da muss ich gleich mal abfilmen. Oh! 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 Was ist das denn? Sind das noch Reifen? Ich werd bekloppt. Wer fährt mit sowas? Oder ist das ein Pokestop? Das ist bestimmt eine Arena. Mensch drauf, Bruder. Wir müssen jetzt weiter. Na komm, was ist schon an? So, rück. Rüpphura Straße. Rüpphura. Rüpphura Straße.